Das Knie ist verheilt und auch das Ego hat nicht gelitten. Schwedens Superstar Ibrahimovic steht wieder auf dem Platz. Zu Beginn zwar nur für eine gute Viertelstunde und auch getroffen hat er nicht. Doch verbal ist alles beim Alten. Der schwedische Fußball-Superstar Zlatan Ibrahimovic hat 7 Monate nach seinem Kreuzbandriss im rechten Knie sein Comeback für Manchester United gefeiert. Der 36 Jahre alte Stürmer kam am 12. Spieltag der Premier League beim 4:1, 2:1, über Newcastle United in der 77. Minute unter lautem Jubel der Zuschauer aufs Feld. Es fühlt sich besonders an, zurück zu sein, sagte Ibrahimovic, ich tue, was ich immer getan habe, ich spiele mein Spiel. Löwen erholen sich anders als Menschen. Der Franzose Paul Pogba stand gut 2 Monate nach seiner Oberschenkelverletzung sogar in der Startelf und traf zum 3:1, 54. Die weiteren Tore für die Gastgeber nach dem 0:1 durch De Wichtle, 14., erzielten Anthony Martial, 37., Chris Smalling, 45.+1, und Romelu Lukaku, 70. Ibrahimovic hatte sich im April im Viertelfinalrückspiel der Europa League gegen den RSC Anderlecht, 2:1 nach Vereinbarung, verletzt, woraufhin Gerüchte über sein Karriereende aufkamen. Aufgrund der Verletzung war der Vertrag mit dem Weltstar bei United im Sommer nicht verlängert worden. Trainer José Mourinho holte den Schweden jedoch Ende August zurück nach Manchester. In London stellten Shkodran Mustafi, 36., und Alexis Sanchez, 41., die Weichen für den ersten Arsenal-Sieg über Tottenham seit 3,5 Jahren. Auch Mustafi war nach einer Muskelverletzung zuletzt wochenlang ausgefallen. Sie hatten die Entschlossenheit, die Hingabe und den Fokus, lobte Trainer Arsene Wenger seine Spieler, in einem Derby wie diesem spielt das eine große Rolle. In der Defensive haben wir die Konzentration über 90 Minuten gehalten. Teammanager Jürgen Klopp feierte mit dem FC Liverpool den 3. deutlichen Sieg in der Liga nacheinander und bleibt vor dem punktgleichen Kontrahenten Arsenal. Die Reds setzten sich dank der Treffer des Ägypters Mohamed Salah, 41., und des Brasilianers Coutinho gegen den FC Southampton mit 3:0, 2:0, durch. David Wagner verlor mit Aufsteiger Huddersfield Town trotz 45 Minuten in Überzahl beim AFC Bournemouth 0:4, 0:2. Callum Wilson traf 3-mal. An der Tabellenspitze gab sich Manchester City mit Nationalspieler Leroy Sané.